Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Heute möchte ich ein Video machen über Passa, also das Passa-Fest. Wie nennt man, ja, das heißt doch auf Deutsch Passa, ja. Und zwar diesen Samstag, nach dem Sonnenuntergang oder während dem Sonnenuntergang fängt das Passafest an der Juden, das die Juden feiern. Und ja, ich will darüber heute reden. Sollen wir dieses Passafest feiern oder sollen wir Ostern feiern? Ich weiß, dass viele Christen einfach denken, es ist okay, dass wir Ostern feiern. Aber eigentlich sollten wir wissen, dass Ostern ein heidnisches Fest ist. Ja, das ist einfach mal so. Und natürlich kann man dann sagen, ja, aber wir feiern doch die Auferstehung von Jesus. Ja, okay. Aber original ist es halt doch ein römisches Fest, also sogar ein katholisches Fest. Es kommt vom Römischen heraus, von dem heidnischen römischen Kultur. Da wurde das Ostern genauso gefeiert. Und dieses Ostern können wir zurückverfolgen bis eben zu Babylon und der Semiramis, die diesen Kult, Fruchtbarkeitskult angefangen hat. Und Ostern ist fruchtbar, also ist feiert Fruchtbarkeit. Natürlich hat die römisch-katholische Kirche diesen Feiertag christianisiert. Also ich sage es mal christianisiert. Sie haben einen Mantel übergestülpt oder eine Maske. Das versteht man ja heute am besten. Eine Maske, die aussieht, wie wenn sie christlich ist, aber wirklich, wenn die Maske wegkommt, was dahinter ist, ist ein heidnisches Fest. Auch noch heute. Schaut euch mal an, was ihr so findet in den Läden. Nur Osterhasen, Eier und eben wirklich heidnisches Fest. Nur heidnische Dinge. Und das ist halt heute noch, wurde halt immer noch weitergegeben, dass der Osterhase halt sehr wichtig ist und der Osterhase kommt für die Kinder und der Osterhase legt. Ja, das ist heidnisch. Und wenn dann viele sagen, ja, aber wir feiern ja die Auferstehung Jesu, ja, dann ist es halt einfach eine Maske übergestülpt über diesen heidnische, was ist es, ein Festtag. Ja, wenn ich etwas feiern möchte, dann feiere ich doch lieber wirklich die Auferstehung von Jesus Christus oder den Tod von Jesus. Ja, gucken wir aber doch mal wirklich uns die alten Feste von den Juden an. Was feiern die Juden? Die Juden feiern sieben Feste, die Gott ihnen gegeben hat. Ja? Und diese sieben Feste, die Gott den Juden gegeben hat oder den Hebräern gegeben hat, die sind symbolisch für alles, was Jesus Christus erfüllen wird. Ja, und da müssen wir gucken, wenn wir etwas feiern wollen. Wenn wir zum Beispiel sagen, nach wir feiern eben die Auferstehung Jesus. Wann finden wir oder wo finden wir die Auferstehung von Jesus in den sieben Festen der Juden? Ich möchte ja nicht sagen,
dass wir diese Feste feiern sollen, wie die Juden sie feiern. Weil die Juden feiern zurzeit ihre traditionellen Feste. Ja? Nach Tradition. Und diese Traditionen spiegeln nicht unbedingt wider, was Gott von ihnen wollte. Also Gott wollte ganz eindeutig ihnen zeigen, hallo, diese Feste wird Messias erfüllen. Und sie sind symbolisch für etwas, das, also in Verbindung mit Jesus Christus. Das wollte er ihnen sagen. Aber sie haben eben diese Feste anders gefeiert. Zum Beispiel, was wir ja feiern jetzt bald, die Juden ja jetzt feiern, und zwar eben dieses Wochenende, ist Passa. Und während Passa natürlich ist sehr groß für die Juden, weil sie da feiern, dass eben Mose sie aus der Gefangenschaft geführt hat. Aus der Sklaverei in Ägypten. Aber das ist nur ein Symbol. Ja, das ist nur symbolisch. Aber die Juden feiern weiterhin diese traditionellen Dinge. Wie, ja, Moses hat uns aus der Gefangenschaft befreit. Und trotzdem sollten wir heute überlegen, welche Gefangenschaft wurde denn damit gemeint? War es wirklich die Gefangenschaft, die eben die Juden oder die Hebräer in Ägypten hatten? Nein! Gott wollte ihnen dazu sagen, hallo, ihr seid in Gefangenschaft, wenn ihr der alten Natur folgt. Ich habe ja gerade ein Video gemacht über diese alte Natur und über diesen geistigen Menschen. Ja? Und da sehen wir doch, dass unsere alte Natur in Gefangenschaft ist von Satan. Ja? Satan ist, oder der Pharao ist symbolisch für Satan, der uns gefangen hält. Und unsere Sünde, ja, hält uns gefangen in der Gefangenschaft oder in der Sklaverei von Satan. Und wir müssen uns überlegen, dass dieses Passa, ja, so ein Befreien ist von dieser Gefangenschaft von Satan und auch von Sünde. Und deswegen, wenn wir das Passa anschauen von den Juden, dann sehen wir, dass da sehr viele Symbolik drin ist über eben Messias. Sünde ist ja Sauerteig. Und die Juden sollten, oder tun das immer noch, machen alles sauber vor dem Passa. Sie müssen alle Sauerteig aus der Wohnung entfernen. Und wenn noch der kleinste Teil von Sauerkeit übrig bleibt, müssen sie wieder anfangen zu putzen. Die Frauen putzen, die Männer gucken nach, ob alles sauber ist. Also mit der Lupe gucken sie nach, ob alles sauber ist. Und das ist aber symbolisch für das, was wir tun sollen mit der Sünde in unserem Leben. Wir sollen auch diese Sünde frei machen. Wenn wir nicht gereinigt sind, ja, dann können wir Passa nicht feiern. Das heißt, wir können nicht das Lamm annehmen, das Passa-Lamm. Dann können wir das Passa-Lamm nicht essen. Und das Passa-Lamm ist ja was? Ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist, ja, für unsere Sünden, aber auch für unseren Brautpreis. Ja, jeden Passa, jeder Passa ist symbolisch für unsere Verbindung mit Jesus Christus, mit unserem Ehevertrag mit Jesus Christus. Ja, es ist also wie nennt man das auf Deutsch? Ja, ist der Jahrestag von unserer Heirat. Ja, der Jahrestag. Wir sind daran erinnert, dass wir mit Jesus Christus einen Heiratsvertrag abgeschlossen haben. Das tun wir ja jedes Mal feiern, wenn wir das Abendmahl feiern. Ja, immer wieder werden wir daran erinnert, dass wir mit Jesus Christus einen neuen Bund
geschlossen haben. Das finden wir in Lukas Evangelium. Ja, und zwar Lukas 22, da sehen wir, wie Jesus mit den Jüngern Abendmahl feiert. Und da sagt er, und zwar, ich glaube, in 22 oder 19, fangen wir mit 19 an. Und er nahm das Brot und dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib. Lasst uns mal in 20 gehen und dann komme ich zurück zu 19. 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, also sagt er ihnen hier: Ich schließe mit euch einen neuen Bund. Der alte Bund haben ja die Israeliten gebrochen. Alle Israeliten haben durch Götzenverehrung, ja, diesen alten Bund gebrochen. Sie haben die Ehe gebrochen mit Gott. Der Bund war symbolisch für die Eheschließung. Ja, der Bund, den Moses gemacht hat, war ein Symbol für die Eheschließung von den Israeliten und Gott. Und den haben sie gebrochen, weil sie ja gehurt haben mit anderen Göttern. Und jetzt, dann hat eben die ganzen Propheten haben immer vom neuen Bund geredet. Und Jesus hat nun diesen neuen Bund gebracht. Durch sein eigenes Blut, ja, hat er diesen Bund oder hat er seine Frau, ja, seine Braut, gekauft. Mit dem eigenen Blut. Und nun, während dem Abendmahl, trinkt die Braut von diesem Kelch. Und das ist Symbolik in der Eheschließung, der jüdischen Eheschließung. Das ist da drin, wenn ihr euch das anschauen wollt. Die Braut nimmt den Kelch mit Rotwein und trinkt davon. Das heißt, sie nimmt diesen Bund an. Und das passiert genau auch während diesem Abendmahl. Ja? Letzten Abendmahl. Wir nehmen, trinken von seinem Blut, also symbolisch, das ist nicht das wirkliche Blut, aber symbolisch, und nehmen dadurch diesen Vertrag an, diesen neuen Vertrag und diese Heirat mit Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn wir es tun werden, dann sind wir, sagen wir wieder zu dem neuen Bund. Und das machen wir auch an Passa. Ja, Passa ist ja das, wo das wirklich passiert ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Er ist halt das Lamm. Und das hat auch Paulus schon gesagt im 1. Korinther 5. Und da können wir auch hingehen. 1. Korinther 5. Und dann gehen wir zu 7. Ja, und da sagt er es: Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Ja? Das sagt es Paulus im 1. Korinther 5, 7. Dann geht er weiter und sagt: So sollen wir denn nicht mit altem Sauerteigfeste feiern, aber auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, das passt hier alles rein. Paulus sagt: Wenn wir feiern, sollen wir so feiern, wie es der Wahrheit entspricht. Nicht wie die alte Wahrheit ist. Ja, also Ostern, wie es die katholische Kirche uns versucht hat beizubringen. Ostern, das wirklich auf dem Sauerteig aufgebaut ist. Ja, Götzendienst, Leute. Götzendienst. Was haben die Hebräer gemacht, als Moses sie aus Ägypten geführt hat? Ja, sie haben das Lamm gegessen. Sie wurden gerettet.
Sie haben das ungesäuerte Brot gegessen. Gott hat ihnen diese Symbole gegeben. Sie kamen heraus und sie haben gleich wieder ein Götzenbild gemacht. Also das goldene Stier. Und haben dieses Götzenbild wieder, Götzenstatue wieder angebetet. Das ist Sauerteig, Leute. Und dieser Sauerteig muss weg. Und deswegen konnten sie nicht in die Ruhe eingehen, von denen Hebräer spricht. Also den Hebräerbrief spricht. Gott hat sie nicht eingelassen in die Ruhe. Ja, er hat sie unter das Gesetz gestellt. Ein schweres Gesetz. Und hat gesagt, ihr seid jetzt unterm Gesetz, ihr seid nicht frei. Ja, sie sind von einer Gefangenheit, Sklaverei in die andere gegangen. Warum? Weil sie den Sauerteig nicht weggemacht haben oder aus ihrem Leben gelassen haben. Und wir tun das Allergleiche, wenn wir weiterhin die Feste feiern, die heidnisch sind. Auch wenn sie eine Maske aufhaben, ist es ganz egal. Wir müssen zu den wirklichen Festen von Gott gehen. Wenn wir irgendetwas feiern wollen, dann müssen wir es auf Gottes Wort aufbauen. Und dann können wir nur Passa feiern, aber nicht Passa wie die Juden. Ja, das können wir nicht machen, weil wir können nicht zurückgehen zum alten, zu dem alten Bund von Moses. Ja, wir können nicht wieder ein Lamm opfern, so wie es heute die Juden tun. Jeden Passa opfern sie ein Lamm, ein falsches Lamm. Und sie tun dadurch Jesus Christus immer wieder kreuzigen. Ja? Immer wieder kreuzigen. Sie sagen, nein, Jesus Christus ist nicht gestorben am Kreuz. Ja? Und deswegen werden wir weiterhin unsere alten Traditionen nachgehen. Sie verstehen nicht, dass Passa symbolisch ist für was Messias schon erfüllt hat, was Jesus Christus schon erfüllt hat. Sie kapieren das nicht. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns an die Bibel halten und nicht an uns aufhalten in Traditionen. Nein, ganz egal, ob wir jetzt christliche Traditionen feiern oder ob wir jüdische Traditionen feiern. Ist ganz egal, sie sind alle gesäuert. Sind alle gesäuert. Wir müssen wirklich schauen, was symbolisieren diese Feste, die Jesus oder die Gott uns gegeben hat. Wie zum Beispiel, ja, was hat Jesus den Jüngern gegeben? Können wir angucken. Lukas, ich habe ja das übersprungen, und zwar Vers 19, Lukas 22, 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib. Ich will natürlich wieder hier zurückgehen. Der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Warum? Was wollte er hier sagen? Gedächtnis, dass wir an ihn denken, aber auch auf ihn warten, weil er ja unser Bräutigam ist. Er ist ja unser Bräutigam, der jetzt ein Zimmer für uns bereitet. Und wenn wir nicht an ihn denken und wissen, dass er wiederkommt, was feiern wir dann? Ja, natürlich, viele feiern dann, ja, er ist halt für uns gestorben, damit wir gerettet sind. Nein, nein, Leute, so kommen wir nicht in die Entrückung. Mit so einer Einstellung werden wir nicht in die Entrückung kommen. Ja, weil wir nicht vorbereitet sind. Wir müssen wirklich uns erinnern an Jesus Christus, was er für uns getan hat. Und auch daran erinnern, dass er wiederkommt. Und dass wir vorbereitet sein werden müssen für ihn. Also er sagt nochmal her, er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er ist also das Brot. Und was für ein Brot ist er? Ja,
Da wir ja schon davon reden, was für ein Brot ist er? Was für ein Fest wird gefeiert während dieser Zeit von Passa, das uns erinnert an dieses Brot? Wer weiß das? Das Brot der also das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, das haben ja die Juden damals benutzen sollen. Ungesäuerte Brote. Das heißt, zu wissen, wir sind ganz schnell aus Ägypten, mussten ganz schnell Ägypten verlassen. Wir hatten keine Zeit, dass sich der Sauerteig entwickeln kann und dass ja, eben Sauerteig in das Brot kommt. Aber auch natürlich Sauerteig, dass wir nicht sündig sind. Ja, wir sind nicht mehr jetzt sündig. Wir müssen den Sauerteig weg. Und Jesus Christus ist dieses Brot, das ja auch die Juden während Passa benutzen. Dieses Matzerbrot muss ja total ungesäuert sein. Ja, auch das Matzerbrot muss ungesäuert sein. Das heißt, ohne Sünde. Und deswegen dieses Fest der ungesäuerten Brote, das kurz vor dem Passa oder fast zur gleichen Zeit mit dem Passa gefeiert wird, ist ja symbolisch für den Messias. Ja? Aber sie lehnen es ab, weil sie nur ihre Traditionen im Kopf haben. Und dann noch dazu falsche Traditionen. Und wir müssen das auch tun. Wir müssen auch unsere Traditionen wegtun. Und dazu gehört eben auch dieses Ostern. Ja, so zu feiern, wie wir es gewollt. Auch wenn wir sagen, ach, wir feiern die Auferstehung Jesu. Geht nicht nur um die Auferstehung Jesu. Es geht um viel, viel, viel mehr als Auferstehung Jesu. Ja? Es geht darum, dass wir rein sind. Es geht darum, dass Jesus Christus das ungesäuerte Brot ist. Ja? Darum geht es. Es geht darum, dass wir hier ein Vertrag haben, ein Heiratsvertrag. Nicht nur Jesus Christus auferstanden. Das ist nun das dritte Fest, das gefeiert wird. Ja? Davon rede ich jetzt gleich in Kürze. Ja? Aber es ist ganz wichtig. Viele feiern ja zum Beispiel das Abendmahl mit normalem Brot. Und das finde ich halt eben falsch. Es muss ungesäuertes Brot sein. Hier steht das nicht, aber das ist, ja, wenn wir zu Paulus gehen, dann lesen wir es. 1. Korinther 5. Was steht da? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Damit wir auch ungesäuerte Brote werden. So sollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Feste feiern. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, ich habe das schon gelesen, aber es ist gut, zweimal zu lesen. Weil das alles in Verbindung ist. Ja, das ist alles. Wir müssen das wissen. Bevor wir sogar eben jetzt feiern können, die Auferstehung, müssen wir erstmal das wissen. Wie können wir Auferstehung feiern, wenn wir nicht mal das alles drumherum wissen? Ja? Und das wird nicht gesagt in den christlichen Gemeinden. Warum? Weil sie alle aufbauen auf dem Sauerteig, auf der katholischen Kirche. Ja? Die katholische Kirche hat niemand erzählt, hallo, wir haben einen schönen Deckmantel über die ganzen Feiertage gestülpt. Nein. Sie haben sogar erlaubt, dass man weiterhin eben Ostern so feiert, wie die Heiden es tun. Ja? Okay, wenn ihr das machen wollt, ich kann niemand überzeugen, dass sie es anders feiern müssen. Ja? Oder überhaupt, wir müssen das sonst so nicht feiern. Niemand hat gesagt, wir müssen. Aber wenn wir etwas feiern, dann feiern wir doch das richtig. Ja? Jeden Tag feiern wir schon eben, dass wir uns säubern, jeden Tag. Das ist ganz wichtig,
dass wir ungesäuerte Brote werden. Dass wir ja ein Teil von Jesus Christus sind, dann sind wir ein Teil von dem Brot. Ja, deswegen ist ja das auch symbolisch, dass wir eben das Brot teilen und wir ein Teil von dem Körper Jesu werden. Ja, aber dieses Brot ist ein ungesäuertes Brot, ein sauberes Brot. Wir müssen uns reinigen, bevor wir überhaupt überlegen können, dass wir zum Beispiel den Heiligen Geist an Pfingsten empfangen können, müssen wir uns doch reinigen, Leute. Wir müssen rein sein. Unser Körper muss ohne Sünde sein. Und das Ganze symbolisiert halt eben dieses Passa. Ich kann nicht einfach jetzt, zu der Auferstehung und die Auferstehung Christi feiern. Natürlich ist das wichtig, weil, Leute, wir sterben ja auch mit Jesus Christus. Ja? Also gehen wir dann nun mal zu dem nächsten Fest der Juden. Ja? Ich weiß nicht, habe ich jetzt das erzählt, die ganzen 7 Feste? Also 4 Feste ja im Frühjahr. Und zwar das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest von Passa, das Fest von erster Frucht. Ja? Erster Frucht. Und das ist das auch eben symbolisiert die Auferstehung von Jesus Christus, dann Pfingsten und dann nochmal 3 im Herbst. Ja? Und wir gucken ja nun auf dieses nächste Fest, bis das nächste Fest erfüllt wird, das ja das Fest der Trompeten ist. Und das ist das passiert ja im Herbst. Das ist das Fest der Trompeten, dann da ist das Fest wie nennt man das? Yom Kippur, das heißt Yom Kippur. Das Fest des, wie heißt denn das? Weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es Yom Kippur und dann Sukkot. Also das ist das Laubhüttenfest. Und die 3 kommen im Herbst, die sind noch nicht erfüllt. Und wir glauben ja, dass wir uns vorbereiten müssen, jetzt für das nächste Fest. Das ja das Fest der Trompeten ist, wenn Jesus wiederkommt für seine Braut. Wenn wir nicht wissen, dass wir Braut sind, noch nicht mal wissen, dass wir Braut sind, wie können wir dann entrückt werden? Das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen auch das glauben, dass nicht nur Jesus Christus das ungesäuerte Brot war, sondern dass wir auch ungesäuerte Brote werden müssen. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus wirklich für uns gestorben ist, für unsere Sünde, und nur Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Wenn wir glauben, dass nicht nur Jesus Christus das Lamm ist, wenn wir denken, wir müssen noch das Gesetz von Moses erfüllen, Leute, ja, langt euch mal in den Kopf. Wenn wir das denken, wir müssen das Gesetz Moses erfüllen, das heißt alles Gesetz Moses, 75%, die sind ja dazu da, zur Opferung von diesen Opfern. Das ja nicht mehr nötig ist, weil Jesus Christus ein und für alle Mal gestorben ist und das Lamm ist. Und wenn wir das nicht glauben, Leute, dann können wir nicht vorwärts gehen und wirklich warten auf die Wiederkunft von Jesus. Da können wir es vergessen. Weil wir nicht Teil der Braut sind. Also wir müssen das akzeptieren, dass wir keinen dritten Tempel brauchen, dass wir nicht mehr ein Lamm opfern müssen und dass die Juden total falsch sind, wenn sie dieses Lamm opfern, jedes Jahr. Ja, dass sie, Gott wird wütend darüber, wenn sie das machen, weiterhin machen. Und dann kommen wir halt eben zu dem Fest der ersten Frucht. Ja, der ersten Frucht. Und dieses Fest ist halt symbolisch für die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christus ist gestorben. 3 Tage nach Passa wird das Fest der ersten Frucht gefeiert. Und Jesus Christus ist gestorben, wieder auferstanden. Und er ist die erste Frucht. Ja, wir hören ja von Jesus, das Weizenkorn fällt in die Erde und geht auf und bringt viel Frucht. Ja, er ist die erste Frucht, Leute. Und wenn wir mit ihm sterben
und wieder auferstehen, dann sind wir auch erste Frucht. Und das sehen wir in Offenbarung 14. Offenbarung 14 sagt uns, und da gehe ich jetzt nicht hin, ihr könnt selber es angucken, die 144.000 auf dem Berg Zion, ja, die sind der erste Frucht. Das ist die Kirche, das ist die Gemeinde, das ist die Braut Jesu, die erste Frucht ist. Lest das nochmal durch. Das seht ihr das. Wir werden zu erster Frucht. Aber wenn wir denn das ersten Teil nicht annehmen, können wir auch nicht teilhaben im zweiten Teil. Dann ist Jesus Christus für nichts auferstanden. Okay, aufgestanden. Wenn wir nicht das erste verstehen, ja, dass wir mit ihm verbunden sind als Braut und er ist Bräutigam, ja, dass er das Blut für uns vergossen hat, dann können wir auch nicht verstehen, was es heißt, wenn wir mit ihm sterben und wieder auferstanden sind als erste Frucht. Und genau das ist nämlich die ganze symbolisch. Ihr sollt wiedergeboren werden, was er ja Nikodemus gesagt hat. Und Nikodemus hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und er hat gesagt, was, du willst ein Jude sein und du verstehst das nicht? Oder ein Hebräer sein und du verstehst das nicht? Was es heißt, wiedergeboren sein? Und genau das, dass eben wir sterben, unsere alte Natur stirbt. Und wir werden neugeboren mit einer neuen Natur. Ja? Und diese neue Natur kann nur passieren, indem der Heilige Geist uns füllt. Das heißt, wir müssen sauber machen. Wir müssen alles reinigen, den Sauerteig rausmachen. Unser Körper vorbereiten auf den Heiligen Geist, der ausgeschüttet worden ist. Wann? An Pfingsten. Natürlich, jetzt als Christen feiern wir das jeden Tag. Jeden Tag reinigen wir uns, jeden Tag erinnern wir uns, dass Jesus Christus unser Heiland ist, dass er unser Bräutigam ist, ja? Dass er für uns gestorben ist. Dass wir jeden Tag uns reinhalten für den Heiligen Geist, damit der Heilige Geist ganz und gar uns erfüllen kann. Ja? Das passiert nicht, wenn unsere Natur, alte Natur, noch da ist und wir haben noch diesen alten Sauerteig in uns. Wir müssen den reinig machen. Und genau das ist eben der Sinn von dem Passafest. Ja? Ja, oder dem Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Das ist alles eins. Und ihr müsst es verstehen. Und wenn ihr Ostern feiert, auch wenn ihr sagt, ich feiere die Auferstehung von Jesus, dann habt ihr nicht das Ganze aber. Ja? Ihr vermisst dann unheimlich viel von dem, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, von dem, was ganz, ganz wichtig ist. Und ihr baut euren Glauben auf ein heidnisches Fest. Auf heidnische Gebräuche. Auch katholische Gebräuche sind heidnische Gebräuche. Und Ostern ist gebaut auf, noch auf die römisch-katholische Kirche. Natürlich hat die evangelische oder die lutheranische Kirche, die Protestanten, Dinge geändert. Ja, aber nicht alles. Sie haben nicht den ganzen Sauerteig herausgenommen, Leute. Ja, sie haben nicht alles weggeschmissen, sondern sie sind immer noch verhaftet mit der katholischen Kirche und eben auch zu dem Zeitpunkt, an dem sie Ostern feiern. Ist ja auch ganz wichtig, dass wir diese Feste feiern, wann es Gott angeordnet hat. Ja? Gott hat es ganz genau angeordnet. Das ist nicht einfach so einfach, ja, was weiß ich wann. Nein, er hat ganz genau gesagt, wann Passa gefeiert werden muss. Und zwar Vollmond am nächsten an der Sonnenwende, also Frühlingssonnenwende. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also auf jeden Fall der Frühlingssonnenwende, der nächste Vollmond an der Sonnenwende, an der Frühlingssonnenwende, da muss Passa gefeiert werden, wenn die Gerste reif ist, ja,
Hat er ganz genau angeordnet. Wir können nicht einfach Ostern feiern, wie wenn es uns beliebt. Ja, wir können nicht jetzt sein Tod feiern, wenn es uns beliebt. Das ist genau das Gleiche, wenn Leute sagen, wir feiern Jesus Christus Geburtstag an Weihnachten. Genauso blöd. Ja, genauso blöd. Nein, wir müssen das feiern, wenn sein Geburtstag ist. Und wenn wir halt das nicht wissen, ja, vielleicht wollte der Herr nicht, dass wir diesen Geburtstag feiern. Vielleicht wollte er halt das einfach nicht. Das war halt vielleicht nicht wichtig, sonst hätte er das wirklich ganz genau gesagt, wenn sein Geburtstag ist. Die Bibel hätte das eindeutig gesagt. Aber wir wissen eindeutig, wenn er auferstanden ist. An welchem Tag? Das wissen wir eindeutig. Nämlich an dem Fest der ersten Frucht. 3 Tage nach dem Passafest. Ja? Da müssen wir das feiern. 3 Tage danach. Und wenn das Passafest an Sonntag ist, 3 Tage danach müsst ihr dann was? Montag, Dienstag, Mittwoch sein. Da ist dann also wirklich der Tag. Ja? Leute, ihr müsst euch wirklich diese Symbolik klar machen. Ich habe leider in meinem englischen Video habe ich etwas angeguckt über eine Mission, und zwar heißt die Chosen People Ministries, eine Mission für Juden, und die haben da so ein kleines Buch gehabt über Passover, also Passa. Und ich denke halt, dass es auch um die Symbolik geht, ja, die jetzt die Juden benutzen, aber nicht verstehen, was sie überhaupt da machen. Ja, und eben diese Juden hier, die besonders eben für die Juden Mission machen, die versuchen nun diese Symbolik eben weiterzugeben, den Juden, und ihnen zu vermitteln, was wirklich da passiert. Und da habe ich dann auch meine Bibelstellen gefunden, die ich sehr toll fand. Ja, besonders 1. Korinther 5. Ihr wisst ja, ich habe jetzt schon ewiglich von 1. Korinther, über 1. Korinther geredet. In meinem letzten Video wieder über 1. Korinther 12 bis 14 und die Geistesgaben oder die Gaben des Heiligen Geistes. Und jetzt wieder 1. Korinther 5. Seht ihr doch ganz genau, wie wichtig eben 1. Korinther ist. Aber diese Symbolik kommt immer wieder vor in dem Buch von Paulus und auch in dem Hebräerbrief. Und wir müssen das wissen. Aber ich möchte euch, ich komme nicht jetzt herunter, es muss jeder selber entscheiden, was er feiert. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Paulus sagt eindeutig, tut diesen Sauerteig weg aus eurem Leben. Wie könnt ihr erwarten, dass der Heilige Geist euch füllt, wenn ihr weiterhin an diesen heidnischen Feiertagen festhält? Diese heidnischen Feiertage sind ja auch auf Tagen, ja, werden an Tagen gefeiert, die spezifisch eben heidnisch sind. Ja, die Tage sind diesen Göttern geweiht. Ja, dieser Ziramamis, die eben diese Fruchtbarkeitsgöttin ist. Ihr macht das am gleichen Tag. Ja? Da könnt ihr nicht mehr erwarten. Ihr könnt ja nicht erwarten, dass ihr auf einmal den Heiligen Geist habt. Ist kein Wunder, die Leute haben nicht den Heiligen Geist und werden verführt. Ja, das ist. Leute, wacht auf! Wenn ihr euch nicht reinigt, kann der Heilige Geist nicht wirken in eurem Leben. Wenn ihr nicht den Sauerteig wegschmeißt, kann der Heilige Geist in eurem Leben nicht wirken. Und das Allerschlimmste, Leute, ihr werdet nicht in die Entrückung kommen. Ja? Ihr werdet nicht in die Entrückung kommen. Ich will hier nochmal also das anbringen, und zwar eben dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25. Ja?
Eindeutig. Ihr müsst vorbereitet sein. Und richtig vorbereitet sein. Und wenn ihr Passa richtig feiert und dann eben auch Pfingsten richtig versteht, wenn ihr vorbereitet seid für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist euch wirklich erfüllen kann, dass mit ihr verbunden seid mit eurem Bräutigam, dann werdet ihr auch dabei sein bei der Entrückung, wenn euer Bräutigam wiederkommt. Aber wenn ihr nicht denkt, dass ihr überhaupt Braut seid und jeden Tag auf den Bräutigam wartet, was erwartet ihr denn dann, Leute? Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr entrückt werdet, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Also, ich komme nun zum Ende. Lies diese Stelle noch einmal. Lukas 22, 19 und 20 und 1. Korinther 5, 7 und 8. Ja? Und seid vorbereitet, weil dieses Jahr kann Jesus wiederkommen. An dem Fest der Trompeten. Weil das ist das Fest, das als nächstes erfüllt wird. Leute, Gott hat uns diese 7 Feste gegeben als ein Zeichen für das, was Jesus Christus erfüllen wird. Er hat diese ersten 4 erfüllt, genau am Tag. Genau am Tag, Leute. Warum denkt ihr, dass er nicht genau das Gleiche macht mit den anderen Festen? Dass sie genau an diesem Tag erfüllt werden, wie eben Gott es angeordnet hat. Nur Leute, die nicht gereinigt sind und nicht den Heiligen Geist haben, glauben andere Dinge. Aber jetzt komme ich wirklich zum Ende, Leute. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.